Aloha, ich grüße euch. Ich nehme euch mit durch den Action. Die Wochenangebote ab dem 24.01. mit dem Punchboard, das ist nämlich im Angebot. Und ja, wir gehen so noch ein bisschen rum. Es gibt Etascheren, es gibt Nagelsticker. Ja, ich zeige euch ein bisschen was. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinem Video ein Like gebt, mich abonniert, einen netten Kommentar da lasst und meine Facebook-Gruppe kommt, mich halt so ein bisschen unterstützt. Und ja, jetzt gleich geht's los. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr alles in eurem Action bekommt, was ihr möchtet. Und ja, jetzt sind wir hier bei der Aktion der Woche. Und da fangen wir an mit der Wandfarbe. Für 12,75 ein Eimer Wandfarbe. Ja, es waren weiß, weiß-matt und ja, verschiedene Farbtöne von weiß. Also ich habe nichts anderes gesehen. Ich kenne mich damit nicht aus, nur ist halt im Angebot. Ja. Dann haben wir hier einen Globus für 16,95. Ich finde die ganz hübsch, habe aber keinen Platz dafür. Ich finde die sehr, sehr niedlich. Dann haben wir so, ja, Holzteller, Holztabletts 2,99 in Schwarz und auch in Holzfarben. Ja, für Deko, für Kerzen oder. Ich glaube 26 cm Durchmesser. Dann haben wir hier so einen Raumduft mit für Öl, so ein Öldiffuser, auch verschiedene Farben in Schwarz, in so einem Beige. Und das andere war auch schwarz, oder? Ich konnte es gerade nicht sehen. Ja, da wollte ich mal kurz gucken, wie es irgendwie funktioniert. Ich denke, da ist eine Batterie drin. Ich weiß es aber nicht genau. Dann haben wir die Ersatzöle für 99 Cent. Vier verschiedene Duftrichtungen. Ja, Magnolie, Sea Breeze. So. Dann haben wir hier Kerzenständer aus Keramik in Grau, in so einem, oh, was ist das? Beige, Orange für 1,69 und in einem Grün. Und dann haben wir die Kerzen für 5,87 mit dem Holzdocht in so einer ovalen, länglichen Form. Sieht sehr hübsch aus. Auch verschiedene Farben, wahrscheinlich verschiedene Düfte. In Salbei, in so einem Aprikot-Rosa und in Weiß. Dann haben wir Flechtkörbe mit Innenleben für 2,49 war das. Ne? Einmal mit schwarzem Innenleben und einmal mit beigem Innenleben. Ja, 2,49. Genau. Ne? Kann man als Brotkorb nehmen oder für anderes. Sieht ganz hübsch aus. Dann haben wir ein Wandregal, 4,69. Finde ich richtig toll. Mir gefällt das total gut. Ich habe aber keinen Platz dafür. Ne? Wie so ein, ja, wie so Latten mit so einem Metall, mit einer Metallhalterung. Ja, finde ich total schön. Mir gefällt's. Dann Kuscheldecken, darf ja keine Woche fehlen, 5,95. Die sind so in sich gestreift, aber hübsch. Ich habe auch gefühlt, ganz weich, in Weiß, in so einem Salbeigrün und in so einem Altrosé. Ganz hübsche Farben, wie ich finde. Ja, sehr, sehr schön. Mir gefallen die ganz gut. Dann haben wir Kuschelkissen für 4,39. Hier war in Anthrazit, in Altrosé und in so Beige. Oder hellbraun, ganz, ganz helles Braun. Die waren auch ganz, ganz kuschelig weich. Ja, dann haben wir 9,95 eine Bratpfanne mit 32 cm Durchmesser. Ich weiß nicht, wie die von der Qualität sind. Keine Ahnung. Dann haben wir noch ein Dreier-Set Bratpfannen für 19,95. Da konnte ich jetzt so schnell nicht die Maße ablesen, aber da könnt ihr auf der Internetseite ja mal nachlesen. Dann haben wir so für 3,99 so einen Glasdeckel mit so Silikon an der Seite, so Spritzschutz. Also der passt auf alle möglichen Töpfe. Finde ich sehr, sehr cool. Überlege ich noch, ob ich mir den hole. Dann haben wir für 4,95 drei verschiedene Schneidbretter in so einem Anthrazit gemirmelt. Ja, wird mir bald runtergefallen hier. Ja, drei verschiedene Größen mit Saftrinne. Ja, für alles Mögliche, was man schnibbeln kann. Standspülmaschinen geeignet und auch lebensmittelecht. So, ja, dann Hundeleckerschen, verschiedene Sorten, 1,59. Ja, dann hier einmal die Knochen mit diesem getrockneten Fleisch außenrum. Das haben ja meine geliebt. Emma kann es ja nicht mehr essen, die hat ja nur noch zwei kleine Zähnchen, sonst alles raus. Ja, und dann hier auch nochmal so ähnlich wie eine Art Knochen mit Fleisch außen drumrum. Ja, dann haben wir eine Stirnleuchte, 3,79. Kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob diese gut ist. Ich habe auf jeden Fall eine, wenn ich mit dem Hund rausgehe, gerade wenn es dunkel ist. Und egal, ob wandern, spazieren oder.
Dann haben wir für 4,95 eine Arbeitsklemmleuchte mit LED und die ist magnetisch. Mega, finde ich total cool. Also auch wenn man irgendwo sitzt, wo es ein bisschen dunkel ist, wo man ein bisschen mehr Licht braucht, auch für den Bastelbereich, richtig cool. Dann haben wir Malerhandschuhe für 69 Cent, Verlängerungskabel 2,45 und ich meine, die Länge wäre 1,40 Meter, aber nagelt mich nicht drauf fest. Dann haben wir ein Malerset für 4,48 Euro, so eine Malwanne mit zwei Puscheln und Zubehör. Dann Abklebeband 99 Cent und nochmal Abklebeband direkt mit Folie in so einem Spender für 1,48. Und einen langen Teleskopstiel für 7,97 Euro, wo auch schon eine Malerrolle mit dran ist. Das sah sehr wertig aus. Ich hole meine Malersachen immer da im Action. Bin ich eigentlich recht mit zufrieden. Dann haben wir von Cape Town Handtücher im Angebot. Ganz viele Farben in Türkis, in Rot. Ich glaube 40 mal... Ich weiß nicht. Also verschiedene Größen, müsst ihr auf der Internetseite gucken. In Weiß, in Rosé, in Dunkelblau, in Grau und in ja, Schwarz-Anthrazit. Hier eine Nummer größer dasselbe, auch nochmal die gleichen Farben für 2,99. Und ich glaube, es gab noch eine Nummer größer für 3,69, wenn ich mich nicht irre. Ich gucke, weil alles kann ich mir auch nicht merken, ne? Nee, das war's, das Größte für 2,99. Dann haben wir aber passend dazu die Bartvorleger für 3,99. Auch in diesem schönen Salbeigrün, in Dunkelgrün, in so Cremefarben, in Rosa und in Dunkelgrün. Ich denke, da gibt es auch alle Farben von. Sehr, sehr schön. Dann haben wir eine Tischdecke in auch so Salbeigrün, in Aprikot und in Cremefarben. Die war recht groß, 2,40 Meter. Ich müsste kurz auf Standbild machen, 2,40 Meter mal, ich weiß nicht mehr, tut mir leid. 17,95 von Vileda, den Ultimax XL, 2-in-1, Mikrofaser, Eimer mit Wischer und dann auch nochmal von Vileda, Saugtücher, Multiquattro, Multipack, Vierer für 1 Euro. Paar zerquetschte, 22, genau, 1,22 Euro. Dann sind diese zuckersüßen Plüschdinos im Angebot, 3,99 €, auch am liebsten hätte ich alle mitgenommen. So süß und so weich, aber naja, geht ja nicht. Ne? Süß, aber wirklich total zuckersüß. Dann ist ein Knetset im Angebot, 9,95 € von Play-Doh, verschiedene Ausführungen. Ja, ich habe gern mit Knete gespielt als Kind, sehr schön. Dann für 79 Cent so ein Activity-Book ja, mit Smileys drauf, also Emojis mit zum Malen, zum Scratchen, ne, wo man dieses weghobeln muss. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Dann Harry Potter Gipsfiguren zum Anmalen für 1,99 €. Verschiedene Figuren. Ja, und ich muss mich leider outen. Ich habe noch nie Harry Potter komplett geguckt. Ich habe mal einen Film angefangen. Es ist nicht wirklich meins. Obwohl ich die Sachen, ich war ja auch schon in London, das sieht wunderschön aus, aber ist nicht meins. Ja, steinigt mich nicht. Dann haben wir Fur Reels. Tiere, eine Katze und ein Hund mit verschiedenen Funktionen für 15,95 €. Die können, ja, verschiedene Sachen. Ich habe jetzt auch nicht genau geguckt, was. Dann haben wir eine Warnweste oder so, ein, ja, keine richtige Weste, so, was man sich umschnallt fürs Wandern, fürs Spazierengehen, damit man gesehen wird, reflektiert und blinkt. Dann haben wir ein Springseil 1,69 € und die Socken. Und irgendwie komme ich mir heute vor wie auf der Flucht, oder? Ich muss langsamer filmen. Sorry, tut mir total leid, aber alter Verwalter, komme ich ja kaum mit. Mann, Mann, Mann. Ja, die Socken. Dann haben wir hier eine Tages- und Nachtcreme für 2,49 € im Angebot. Dann ein Körperpeeling 1,69 €. Verschiedene Sorten gibt es in Rosa, in Lila und in ja, Türkis, würde ich sagen. Dann haben wir die Badebomben, kleine süße Badekugeln, 99 Cent, drei verschiedene Sorten. Ich habe überall dran gerochen, habe überall meinen Gommel mal dran gehalten. Und ich muss sagen, das Blaue riecht mir persönlich am besten. Aber ich habe ja gar keine Badewanne. Ja, aber schön. Ich mag Badekugeln richtig gerne. Ja, da bin ich hier langsam, ne? Alter Verwalter, heute in mich gefahren ist, naja. Dann haben wir Kosmetiktaschen für 2,49 € in einem Rot mit so ja, goldenen Ornamenten drauf und einmal in einem schönen Dunkelgrün. Und da ist ein Leopard drauf. Und ja, dann haben wir
Einwegrasierer von Gillette für 2,29 Euro und für 9,85 Euro von Gillette für verschiedene Rasierer die Rasierklingen und eine batteriebetriebene Zahnbürste von Oral-B für 9,99 Euro und für 16,95 Euro. Die war von, auch Oral-B. Okay. So, und dann auch die Aufsätze für 6,49. Da liegen nur diese Karten da. Die muss man damit an die Kasse nehmen. Und dann bekommt man an der Kasse die Rasierklingen. So, und dann hier die günstigen Toothbrush, also Zahnbürstenaufsätze 1,49. Dann haben wir Parfüm im Angebot für Männer für 7,95, für die Damen 8,95. Und dann haben wir Duschgel für 1,25, Entschuldigung, die Bodylotion für 1,39 und dann so Riesenpullen Duschgel für 1,79, einmal mit Arganöl und einmal mit Kokos. Dann kommen wir zu den Putzmitteln, auch im Angebot Hygienereiniger 2 Liter für 1,39. Für Haushalt, Wäsche und mehr. Dann die WC-Ente von Sacrotan für 1,89 und von Mr. Muscle auch der WC-Reiniger für 1,49 mit so einem Entenhals. Dann haben wir hier einen Raumduft, fand ich ja sehr interessant und deswegen mache ich jetzt mal kurz aus. Seht ihr jetzt gleich, weil ich wissen wollte, wie das funktioniert. Das ist ein Sprüh, also ein Raumduftsprüher. Dann haben wir hier auch nochmal so Duftkärtchen für alles Mögliche, für die Kleidung, für die Schuhe. Das sind so Nachfüller für 1,49. Ich kenne die gar nicht, ich habe es auch noch nicht gekauft. Dann haben wir Reiniger von Fabulous. Und ach, da sind ja allein die Flaschen so hübsch, dass man wirklich bald Verpackungsopfer wird. Da guckt mal, den habe ich mir auch einmal mitgenommen. Aber das ist schon Wochen her, den habe ich auch noch. Nur einmal getestet bis jetzt. Ja, verschiedene Reiniger, 1,39. Ne, für die Küche, für alles, oder Multipurpose, also für alles. Ja, verschiedene Reiniger halt. 2,58, da gibt es hier diese Achselhemden von Jack Parker für den Herrn in Weiß, in Grau und in Schwarz. Und dann gibt es die Boxershorts, auch von Jack Parker, 3,78 für den Zweierpack. Die gibt es hier in Grau und in Schwarz. Ja, in Grau und in Schwarz, Punkt. Und in Weiß. Ja. Dann haben wir Socken, Dreierpack, 1,98, verschiedene Größen, 35 bis 38 und noch dann für Herren, 39 bis ömmelde, bömmelde. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den Lutschen. Der Hausschuhe sind ja wieder da. So, 2,39 und dann, da gucke ich erst und da liegt so ein Riesenhausschuh. Guckt mal, erstmal lege ich den jetzt neben meinen Fuß, da sieht das gar nicht so riesig aus. Die ganz großen kosten nämlich auch 2,99. Da sieht das gar nicht so riesig aus. Aber guckt mal, wenn ich das jetzt neben das andere halte, kommt jetzt, ich musste mich ja bücken und, ne, das ist so, so, Moment, wo ist es? Habe ich das gehalten? Doch, guckt mal, wie riesig das ist. Das war so mega riesig, als wenn das so Größe 44 ist. Ich habe es nicht kontrolliert. Naja, da haben wir die Letterpress im Angebot. Normalpreis 9,95. Diese Woche 8,79. Und ich hoffe alle, dass ihr die bekommt. Dann haben wir neu von Avec ein Art Journal. Verschiedene Ausführungen. 300er Grammatur ist da drin. Eigentlich blätter ich das auch noch durch, aber irgendwie... Naja, okay. Dann haben wir Diamond Painting. Dann diese Aufbewahrungsdosen für 1,49, wo so 6 oder 8 Fächer drin sind. Ja, da blätter ich das Art Journal mal kurz durch, wie es aussieht. Ne? Von Avec, 300er Grammatur. Vorne sind so ein paar Taschen drin. Ja, einfach rein weißes Papier, richtig fest. Und bald wäre ich Opfer geworden. Ich habe es aber da gelassen. Ich habe genug, aber es gefällt mir sehr, sehr gut. Es war am Rattern, was kann ich mitmachen, aber... Nein, ist da geblieben. Ja, die Wachssets habe ich euch schon gezeigt. Da werde ich auch noch ein Video zu machen. Also nochmal ein Video. Die sind ja erstmal so halbwegs durchgefallen. Man muss immer Preis-Leistung gucken. Es ist in Ordnung. Ja, und was ist denn daneben? Die neuen Holzstempel sind da. 85 Cent. Die zeige ich euch auch am Ende noch. Die stempel ich ab. Und da werdet ihr ja leider auch was sehen, was nicht so schön ist. Naja. So, dann... Die Vellum-Blöcke, da habe ich auch schon ein Video zugedreht, gibt es 4 verschiedene für 1,65. Und da wird es auch noch irgendwann ein Video zu geben, wie klebe ich Vellum. Ja, dann gibt es wieder diesen Holzbrenner, Wood Burning Pen.
Diesmal in einer schönen Aufbewahrungsbox für 8,25 Euro. Ja, dann gibt es hier so einen kleinen Bilderrahmen, den habe ich auf der Homepage gesehen und ich war echt enttäuscht, wie klein der ist. Der ist nur 10 x 10 cm groß. Ich zeige euch da die verschiedenen, die es gibt. Na, mit dem Fuchs, das ist ja schon niedlich, ne? Man kann das ja auch weiterverwerten, aber richtig süß, aber es ist echt fuzzikato klein. Wirklich klein. Aber hübsch. Ja, dann gibt es neu bei der Aufbewahrung so frische, ja, wie so Tupperschüsseln mit Sieb innen drin, wo man, wenn man Obst und Gemüse aufbewahrt, wo das Wasser ablaufen kann, dann ist das länger frisch für 4,95 €. War cool. Ja, dann haben wir hier Räucherstäbchen, 2 Euro, paar zerquetschte, 2,59 €, glaube. Ich habe mal gerade wieder nach rechts geguckt, habe den Preis nicht gesehen. Mutter, Mutter, Mutter. Und dann, ach, guckt mal, 84 Cent, diese wunderschönen Dekoblumen in der Dekoabteilung, also wo Kunstblumen und so sind. Wunderschön, in hellrosa, in Fuchsia, in Orange und auch in Cremeweiß. Richtig schön. Da hat es auch gerattert, ich wusste nicht wofür, also man findet mit Sicherheit immer was, aber ich habe es sagen lassen. Aber wunderschön, das, da, guckt mal, sind die nicht toll, ich finde die richtig schön, sehr, sehr schön. Ja, dann noch in der Dekoabteilung die Etagere in Cremeweiß, in so einem schönen Salbei und in diesem, ja, Orange, keine, also so eine nichtssagende Farbe irgendwie. Aber das Salbei und das andere richtig schön, sehr, sehr cool, tolle Etagere. Da haben wir wieder die Glosche und da haben wir die Bambusaufbewahrung mit zwei Schubladen. Und hier einfach mal so, was es sonst noch so gibt, ohne jetzt großes Kommentar, alles Mögliche an, ja, Tabletts, ne, aus Spiegel, aus Glas. Wenn ihr da Interesse dran habt, schreibt es mir in die Kommentare, dann mache ich da mal ausführlicher mit Preisen. Ja, und dann haben wir hier für 15,95 €, ist der nicht schön, so dieser Nachttisch, sehr, sehr cool. Ja, dann haben wir hier die Schalen aus Mangoholz, fand ich auch ganz nett. Verschiedene Größen, ab 3,49 €, Untersetzer, dann so ein, ja, ein Schneidbrett für 3,99 € in schön lang, richtig cool. Dann für 3,99 € ein normales Holzschneidebrett, für 99 Cent ein Holzuntersetzer, für 2,49 € eine schöne, ja, eine runde Aufbewahrungsdose, die man noch weiter verzieren kann. Ein Mörser, dann für 9,95 € so ein Tablett mit Schublade, das habe ich schon, das ist richtig cool, erzähle ich gleich noch was zu, wenn es... Nee, komme ich ja nicht zu. Alter Verwalter. Auf jeden Fall ist total cool. Dann noch Gläser. Und hier haben wir die changierenden ja, Aufbewahrungsgläser. Total hübsch. Irisierend. Total schön. Ja, dann hier ein Bett für die Tiere. Habe ich euch letzte Woche gezeigt. Nagelsticker. Auch zum Basteln sehr gut geeignet. Und jetzt geht's schon los. Ja, das war mein Live-Rundgang. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das sind die Sachen, die ich geshoppt habe. Ich fange an hiermit. Das habt ihr im Video gestern schon gesehen. Ich musste es aber umtauschen. Und nee, das habe ich jetzt weggeschmissen, weil ich habe gestern noch ordentlich gestanzt. Ne? Und auch mal hiermit. Und das sieht wirklich, wenn ihr... Oh, habe ich mal hier ein Stück platt. Ja, weiß passt natürlich jetzt nicht. Ich nehme mal das hier, ne, so über eine Karte. Natürlich jetzt nicht mit Sonntag, aber alles Gute. Oder das Personalisieren, das, also es ist wirklich ein nettes Gadget, das hier, was man eigentlich nicht braucht, aber Spaß macht. Vor allem für 9,95 €. Und das ist ja im Moment im Angebot 8,79 €. Ich habe meins zurückgebracht und habe mir ein neues mitgenommen. Und zwar zeige ich euch das, weil das will ich nämlich jetzt kontrollieren. Ich wollte dann Aloha stanzen und habe dann, das war immer schief, und dann habe ich mal geguckt und das L, ich zeige euch gleich, wie das aussah, also wo der Fehler war, das war einfach nicht richtig verarbeitet und deswegen habe ich es zurückgebracht und Gott sei Dank war noch was da und so habe ich ein neues, ja, alles tutti. So, und jetzt sage ich, wenn ihr das bekommt, worauf ihr achten müsst. Vorgestellt habe ich das gestern in dem Video, das verlinke ich euch im Anschluss. So, wenn ihr das auspackt, dann guckt doch bitte. So, machen wir das mal. Und zwar war, hier ist ja,
der Spalt. Ne? Da muss das ja komplett so rein. Und da war hier bei dem L war einfach ein Stück Metall. Das konnte ich aber auch nicht verbiegen, sonst hätte ich das alles kaputt gemacht. Das wollte ich nicht und deswegen habe ich es umgetauscht. Und da gucke ich jetzt mal. Also wenn ihr das bekommt, guckt einfach hier, nehmt ein Stück Papier, ob ihr bei allen Buchstaben komplett das bis hinten hin legen könnt. Ja. So, ja, da müsst ihr jetzt nicht bei sein. Ich mache das mal schnell und werde euch berichten, ob das Set jetzt in Ordnung ist. So, ich habe komplett getestet. Die sind alle hervorragend. Also werde ich viel Freude damit haben. Cool, freue ich mich. Packe ich jetzt erstmal wieder weg. Wie gesagt, ich verlinke euch das andere Video. Und werde dann auch noch ein bisschen mehr mit stanzen. Und wenn ich Zeit habe, Moment, einmal laut. Ups, wenn ich dann Zeit habe, werde ich euch auch ein paar Beispiele, nicht nur für Planer, sondern auch für andere Karten zeigen. Aber schauen wir mal. So, ja, dann war ich total froh. Ich kam gerade zum Action und da wurden die Stempel. Es gibt neue Holzstempel, 85 Cent in Deutschland. Und das sind die neuen Holzstempel. Größe des Klotzes 7x7. Dann haben wir dieses hier. Ich stempel die gleich auch noch ab. 4x7. Dann haben wir dieses Muster. Das wird dann wahrscheinlich hier 4x4. Und dann haben wir das. Der ist so groß. Ne, das ist was kleiner. Und 3x6. Ja. 85 Cent kann man nicht motzen. Die letzten, die es gab, waren ähnlich. Aber trotzdem für 85 Cent nehme ich die einfach mit, weil die sind von der Qualität her fantastisch. Auf jeden Fall, die es bis jetzt gab. Und ich hole jetzt mal Stempelfarbe und dann stempeln wir mal eine Runde. So, einmal Versafein in Schwarz. Das ist jetzt so der Stempel, der mir am wenigsten gefällt. Aber ich lasse mich überraschen. Könnte trotzdem noch gut aussehen. Das ist, wie gesagt, für 85 Cent geht sowas halt immer mit. Da bin ich Opfer. Ja, doch. Ich denke mal, wenn man den koloriert, schön. Oder irgendwo so in die Ecke macht, sehr, sehr schön. Ich müsste auch das Stempelgummi einfärben und nicht das Holz, alter Verwalter. Sehr, sehr schön. Wow, toll. Guck mal. Ist das ein cooler Abdruck? Mega. Richtig toll. 85 Cent, ihr Lieben. 85 Cent und dann so ein Stempelergebnis. Ich bin begeistert. Aber das war ich ja schon von den letzten, sonst hätte ich die ja nicht mitgenommen. So. Ja. Auch hier mega. Richtig schön. Toll. Schön aus. So, dann machen wir jetzt hier den Kreis. Ich hoffe, ich bin überall gewesen. Warum ist da? Guck mal, das sehe ich nämlich gerade. Seht ihr das hier? Aber wenn ich hier reingucke, das ist ein Fehler im Stempel. Seht ihr das? Aber ist trotzdem schön. Das ist alles tutti, macht mal drüber. Vielleicht nehme ich noch mit zurück. Ich muss mal gucken und gucke mir die anderen mal an. Wir stempeln jetzt einfach nochmal. Also achtet darauf, wenn ihr die bekommt, guckt, dass diese Rille da nicht ist. Seht ihr die? Ja? Ich zeige es nochmal hier, dass diese Rille nicht da ist. Ich denke, die wird aber hier wieder erscheinen, weil sie ja auch auf dem Stempelgummi zu sehen ist. Ja, das ist im Stempel, das ist ein Fehler im Stempel. Also achtet drauf. Also ich finde die trotzdem schön, wirklich super. Ich könnte mich jetzt gar nicht entscheiden. Doch, mein
Das finde ich mega. Und dann kommt das. Halt, da ist dieser Fehler drin. Entschuldigung. Das ist auch schön. Und das ist auch schön. Aber am meisten gefallen mir die beiden. Hier kann ich mir richtig schön vorstellen. Das machen wir gerade mal. Ich stempel jetzt mal ein paar nebeneinander ab. Und wenn man die dann kolorieren möchte oder vorher auch schon koloriert hat und die einfach so da drauf stempelt. Ja, da war ich nicht richtig. So, okay, müsste ich eigentlich hier maskieren. Aber es ist jetzt nur mal ein grobes Beispiel. Ich könnte die Äste noch verlängern. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht hier komplett. Okay, da müsste der Stift ein bisschen dicker sein. Aber nur mal so als Beispiel unten eine Vase hinmalen oder. Oder einfach eine Schleife mit drum machen, dass man hier so... Ihr wisst, was ich meine. Das ist jetzt mal schnell dahin gemacht, ne? Aber mega, richtig cool. Wird man mit Sicherheit in meinem Bullet Journal wiederfinden. Oder vielleicht auch mal auf einer Karte oder. Aber richtig cool. Wie gesagt, wenn ihr kauft, guckt bei dem Runden, ob da dieses Ding drin ist. Naja. Ja, das war mein Haul. Mehr habe ich nicht gekauft. 4x85 Cent. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Mir ein Däumchen gebt. Einmal Daumen nach oben. Wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, verpasst ihr kein Video. Es steht ja oben drüber, was es für ein Video ist. Ihr müsst ja nicht alle gucken, wenn ihr keinen Bock auf Bullet Journal habt, dann guckt ihr die eben nicht. Ich würde mich freuen, wenn meine Community wächst. Richtig cool. Kommt in meine Facebook-Gruppe, kommt in meine WhatsApp-Gruppe. Das ist eine Seite, wo ich Sachen poste, auch wenn ich was Neues sehe, wo man Informationen rausziehen kann. Alle Infos sind unten in der Infobox. Ja, ich würde mich freuen über eure Unterstützung. Die ist und bleibt kostenlos und tut auch nicht weh. Von daher freue ich mich, euch in meiner Community begrüßen zu dürfen und sage, bleibt gesund. Wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss. Stopp, bevor ihr abschaltet. Noch einmal kurz zu der Teeaufbewahrung. Also es ist wirklich wie so ein, ne, da ist eine Glasplatte oben drauf. Man kann super einen Wasserkocher draufstellen. Unten den Tee finde ich richtig mega. Es tut mir leid, irgendwie habe ich heute zu kurz drauf gehalten. Ich bin so gehetzt irgendwie, obwohl ich das gar nicht möchte. Ich entschuldige mich dafür. Hoffe, ihr schaltet trotzdem wieder ein. Nächstes Mal halte ich länger drauf, dass ich nicht so schnell sprechen muss und hoffentlich nicht so viele Verhaspler habe. Aber nicht jeder Tag ist gleich. Ihr Lieben, bleibt gesund. Und bleibt mir treu. Bis dann. Tschüss.